Jo Leute, ja, wir sind wieder auf Meschede. Heute bin ich mit Lara am Start. Man kann sie zwar nicht erkennen, aber das ist Lara. Hi. Ja, ey, wir machen noch ein Gameplay-Video dieses Jahr. Ne? Es ist ja auch sage und schreibe 1 Grad kalt. Deswegen haben wir richtig Bock. Handschuh vergessen. Ja, so blöd muss es erstmal sein bei dem Wetter. Ja, ich zocke heute die HK416 von Umarex, die kurze Version. Habe ich schon richtig Bock drauf. Ich denke, für CQB macht das Sinn. Und Lara hat hier die Custom-Tipman, die wir von Konos haben. HPA bei dem Wetter auf jeden Fall ratsam. Haben wir jetzt noch keine Erfahrungen mit, aber die werden wir heute sammeln. Ja, und Spring läuft natürlich auch gut bei den Temperaturen. Und wir haben das Setup für die SSG24 fertig. Ja, ich hoffe, ich werde heute den einen oder anderen Scharfschützen-Abschuss für euch machen können. Genau, wir gehen jetzt erstmal zum Spawn. Das Spiel hat schon angefangen. Alter, wir haben 1 Grad. Los geht's. Let's go. Yeah, I don't know where she came from. But goddamn, I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Down low, drop it down to the ground floor, I just wanna go in. Das erste Spiel findet komplett im Gebäude statt, das heißt, Scharfschützengewehr ist gar nicht erlaubt. Deswegen hole ich mir jetzt das 416 und dann legen wir los. Ready? Ja. Let's go. Im ersten Spielmodus mussten wir den Weihnachtsmann befreien. Dieser wurde von Team Blau im Gebäude festgehalten und es galt ihn zu suchen, zu finden und in den eigenen Respawn zu bringen. Hierfür mussten Lara und ich uns erstmal einen Überblick verschaffen, denn an dem Tag waren relativ wenige Spieler auf dem Gelände und so war es ziemlich schwierig, den Gegner ausfindig zu machen. Ja, das Spiel läuft aber, oder? Ja, das Spiel läuft. Du hast hier tote Hose in der Bude. Ganz in die Richtung, eine Etage. Haben wir nicht gehört. Tote reden nicht, aber an der Stelle waren wir dann doch ganz froh zu erfahren, wo der Gegner steckt, denn das Gelände ist riesengroß, mit über 36.000 Quadratmetern auf 4 Etagen kann man 367 Zimmer durchforsten. Alles klar. Rot! Alles klar! So verstanden! Wow, 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 wow! Also ganzer Gang ist rot, ja? Alles klar! Okay, hier ist rot auf dem Flur und blau unter uns im Treppenhaus. Okay. Einer weniger bei blau. Da ist noch einer. Noch einer weg. Nachdem ich die zwei Gegner aus dem Treppenhaus eliminieren konnte, versuchten wir uns nun zu dritt bis zum Erdgeschoss durchzukämpfen. An der Stelle gehen nochmal Grüße an meinen Teammate raus. Alter, hast du den nicht gesehen? Alles klar. Alles klar. Mann, Alter, nicht getroffen. Komm mal näher ran. Warte, warte, warte. Rot! Das weiß ich. Wie er heißt, du bist nicht alleine, ja? Ja, an der Stelle realisierte ich, dass unten links keine Scheibe im Fenster war.
Nachdem Lara mir Deckung gab, konnte ich dann auch genau aus diesem Loch den Gegner aus dem Spiel nehmen. Ja, hab ihn. Sauber. Okay, weiter vor. Warte, ist nur einer auf der linken Seite. Durchwaschen. Okay, da ist auf der linken Seite. Komm mit. Nee, da vorne links auf die Tür. Sehr schön, sehr schön. Linke Tür, Lara, linke Tür. Haben wir, okay, weiter. Aber pass auf hinten auf, Lara, du pass auf hinten auf. Wo ist Christmas, man? Ist er schon draußen? Oh. Ja, an der Stelle haben wir realisiert, dass wir dann einen Gegner komplett übersehen haben, denn hier links von mir in der Tür saß er die ganze Zeit und hatte sich nicht rausgetraut und konnte mich nun bangen. Spielende! Spielende! So, ja, erstes Spiel ist rum. Wir waren auch ganz gut. War auch gefühlt kein Gegner da. Also wir haben zwar 6 Mann rausnehmen können, was echt geil war. Also für die Statistik schon mal ganz gut. Wir haben das Spiel auch gewonnen. Man musste so einen Weihnachtsmann bergen. Den haben wir nicht gefunden, aber wir haben die Gegner gefunden. Yes, also genau, 6 Mann haben wir rausgenommen. Heute sind, glaube ich, nur 20 Mann im Spiel, ja, insgesamt, ne? Hat mal einer mitgezählt? Keine Ahnung. Egal, nächste Runde geht's weiter. Okay, Pistolrunde. Scharfschützengewehr dürfen wir immer noch nicht spielen, weil wir im Gebäude zocken. Ja, mal schauen, was jetzt im Treppenhaus abgeht. Ja, vor lauter Schreck hat der Kollege an der Stelle einfach abgekrümmt, mich aber Gott sei Dank gar nicht erwischt. Hab ich den erwischt? Okay, komm, wir gehen rein raus, ist das fair für dich? Ja, unklare Situation, fair gelöst, beide Hit. Aufgrund der arschkalten Temperaturen setzte Lara die letzte Runde aus und ich versuchte im ersten Treppenhaus noch ein paar Gegner abzufangen. Ein Blauer wäre hier. Sorry, man. Ja, sorry nochmal an dieser Stelle, aber aufgrund der fehlenden Teammarkierung am rechten Arm konnte ich leider nicht erkennen, ob es sich um einen Freund oder Feind handelte. Bist du blau oder rot? Okay, gut. Gleich bin raus, Jungs. So, für heute sind wir durch. War ein kurzer Spieltag, es waren leider nicht so viele Leute da und die konnten wir heute leider nicht ausprobieren, denn es gab nur Sikubi. Also wir haben nur im Gebäude gezockt, sodass ich nicht mit den 2,5 Joule reinrennen konnte. Leider. Ja, aber ich denke, im Frühjahr werden wir das auf jeden Fall wieder aufgreifen, das Thema. Jetzt über Winter ist auch echt ein bisschen zu kalt. Also ich denke, das war auch erstmal das letzte Gameplay für dieses Jahr. Ja, wir haben auch noch coole Sachen fürs Neujahr für euch vorbereitet. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Lara ist auch ganz froh, dass wir wieder ins Warme kommen. Ja, meine Finger sind taub. Ja, du hattest die Handschuhe, ich hatte keine. Alles klar. Ja, cool. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns nächste Woche. Haut rein. Ja. So, now we play some pistol games because I'm a fucking ruler in a pistol game. Yeah. Oh my god, hast du gerade gedappt? Okay, auf 3. Lösch das! Lösch das! Lösch das! Lösch das, du Motherfucker! Komm jetzt, lösch das! Das muss ich krass editen und deswegen... Schieß noch auf meinen! Schieß noch auf meinen! Lösch das! Lösch das! I am the one, the one!